Ja, es ist ein kleines Missgeschick aufgetreten. Und zwar hat mein Audioprogramm keine Aufnahme gestartet, tollerweise. Ich habe nämlich ein bisschen experimentiert und das Experiment war wieder ein voller Fehlschlag. Und deswegen muss ich das Ganze, ja, nachkommentieren. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, so kann ich ein bisschen objektiv an das Ganze rangehen, die ganze Situation beurteilen. Hier hatten wir zum Beispiel gerade 2 dolle Orks, die meiner Wumme nicht standhalten konnten. Ja, und jetzt glaube ich, mache ich den Sound leiser. Ich glaube, das hatte ich damals gesagt. Was heißt damals? Vor einer Viertelstunde ungefähr. Jetzt muss ich die Viertelstunde halt nachkommentieren, aber das wird sich dann ab den nächsten Videos ändern, klar. Da weiß ich dann, wie ich es machen muss, ne? Tja. Hier sind ein paar Orks mit Raketenwerfern und ja, Gewehren, Sturmgewehren oder so. Und mal gucken, wie ich die kaputt machen kann. Sind das Raketenwerfer oder sind das so? Ja, doch, Raketenwerfer. Aber die schießen die irgendwie so aus dem Boden oder haben die direkt die an der Schulter angesetzt? Werden wir gleich sehen, glaube ich. Und wie man sieht, ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge, hatte ich auch in der letzten Folge schon, meinen coolen, ja, meine coole Halbsonne hinten auf meinem Rucksack drauf. Das bedeutet halt, dass ich so ein cooles Energieartefakt gekriegt habe, wo ich, ja, wo mein Schutzschild besser hält. Und dass dieser Ork gerade nicht kaputt gegangen ist bei diesem heftigen Megaschlag, das verstehe ich gar nicht. Jetzt ist er tot, ne? Ja, jetzt ist der Kopf geplatzt. Da habe ich noch mal einen Servoschädel. Aber den aktiviere ich erst, wenn ich die Lautstärke hier entfernt habe von den Orks. So. Igitt, voll der geile Finisher. Ja, ich glaube, der Hammer hat einen Finisher mit dem Hammer, also dieses Zerquetschen, und einmal diesen Stampfer. Also den eigentlich alle Waffen haben, glaube ich. Müsste eigentlich so sein. Ist ein bisschen wenig, finde ich. Also mit dem Hammer hätten die noch mehr machen können. Gut, zwar kann man Bosse und so. Das Finishen sieht dann auch anders aus bei den Bossen und die brauchen auch kein Drücken mit dem Hammer. Keinen Kreis drücken. Aber ja, hätte man noch 3 Stück, 3 unterschiedliche machen können mit der Waffe. Bisschen schade, ja. So, jetzt untersuche ich hier einen Gang. Jetzt weiß ich nicht, wo ich her oder wo ich lang gehen soll. Da hinten ist ja mein Missionsziel. Das heißt, ich schaue mich erstmal da um, wo es ja anscheinend nicht lang gehen zu scheint. Geil. ja, nichts. Toll. Unsichtbare Wand und nichts. Dieser Gang, den hätten sie sich auch sparen können. Und ich hatte, glaube ich, da gesagt, dass die Sandsäcke richtig nervig sind. Und dass es auch schade ist, dass sie sich nicht beiseite schieben lassen, wenn man denn da lang geht. So. Auf zum Symbol. Aber vorher natürlich noch den Servoschädel einsammeln. Oh, wieder hängen geblieben. Ganz schlimm. Da ist er. Stark sein, sagen, dass alles gut ist. Ist es aber nicht. Die Toten liegen überall. Wir verbrennen die stinkenden Leichen, wenn es geht. Aber das Feuer zieht Orks an. Wenn man über die Milliarden Toten hier nachdenkt, wird man verrückt. Wohin man auch geht, man findet die Leute dieser Welt alle okay. tot. Alle auf Hilfe warten. Das war das. Wieder eine super sinnvolle Hintergrundstory gehört. Oder was heißt sinnvoll? Nutzbringende. Sollte wahrscheinlich emotional aufwiegelnd sein, aber hat keinen Eindruck bei mir hinterlassen. So, ich habe die Energieachse jetzt mal nicht mitgenommen. Der Hammer gefällt mir immer noch gut. Deshalb behalte ich den erstmal. Und hier ist natürlich auch nichts. Jetzt kommt eine lustige Stelle. Da ist eine Treppe und ich versuche, die hochzugehen. Oh, schaffe ich's? Nö. Weil ich da an dem, ja, keine Ahnung, was hängen bleibe. Ja, es ist unglaublich. Eine Rolle, keine Ahnung, wie man die macht, aber ich glaube, die hätte auch nicht geholfen. Ja, ich versuche gerade eine Rolle zu machen. Ich weiß es nicht mehr, wie es geht. Brauche ich auch eigentlich gar nicht, so eine Rolle. Vielleicht brauchen die später bei den Dämonen und Chaos Space Marines, wer weiß. Aber hier nicht so wirklich, ne? Tja, aber es ist schon echt schade, dass manche. Ja, dass die Technik manchmal so ein bisschen komisch ist bei dem Spiel.
bisschen schlecht ist. Sonst sieht ja alles geil aus und so. Aber so eine Dinger, gerade diese detaillierten Sachen mit dem Hängenbleiben, ist gar nicht. Oh, jetzt wird's explosiv. Ja. Aber hat mir kaum was getan, Gott sei Dank. Coolerweise. Ach, kann ich eigentlich. Ich bin eigentlich sehr mächtig gerade. Mit dieser neuen Rüstung und dem Hammer, ist eigentlich krass. Und ich habe wieder aus Versehen eine Granate geworfen, weil ich rollen wollte. Was natürlich nie geht. Munition. Sehr gut. Ach ja, und was ich schade finde, ist, ich habe jetzt zum Beispiel diese Soldatin da bei mir. Keine Ahnung, wie sie heißt. Und ich finde schade, dass sie keine Lebensanzeige oder so hat, dass man sie irgendwie schützen muss oder so. Das ist schade. Das würde noch ein bisschen Würze reinbringen, anstelle, dass sie nur unsterblich sind. Ne? Ui. So ein Schildorg. Der war tot. Und da ist erstmal Fett-Action angesagt. Und ich glaube, ich merke das gar nicht, aber gleich kommen wieder ätzende Sachen. Also, die ich erst gar nicht bemerke. Schildboy hat auch keine Chance. Oder wie die heißen. Ja, Trophäe gekriegt, die interessiert mich auch sowas von. Ne? Zack. Und da wundere ich mich, warum ich den einen nicht getroffen habe, der direkt daneben stand. Naja. Ne? Da hinten ist noch einer. Ah, da ist noch ein Orki. Oh. Ah ja, und an dieser Stelle sage ich einfach mal, mache ich ein bisschen Werbung. Und zwar mache ich auch noch mit Bananasau ein paar Let's Plays zusammen. Und wir haben immer mal wieder ein paar tolle Projekte. Also könnt ihr einfach mal reinschauen. Entweder auf ihren Kanal oder auf meinem. Seht ihr ja dann. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist witzig, zu zweit irgendwelche Spiele zu spielen, die man auch meistens zu zweit spielen kann. Manchmal auch nicht. Manchmal geben wir uns einfach den Controller hin und her. Und an dieser Stelle sterbe ich auch fast. Aber nur fast. Oh, diese Schilde sind echt nervig. Naja, und das wäre mal cool, ja, wenn einige da reinschauen würden. Ne? Tun auch schon viele und wir kriegen auch schon immer tolle Kommentare und so. Aber ich würde es halt pushen. Ne? Projekte zum Beispiel wie Heavy Rain oder Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Wir sind große Herr der Ringe-Fans, muss man sagen, passt hier vielleicht nicht so rein. Doch ein bisschen, ja. Ist ja auch so ein bisschen episch alles, ne? Oh, drei Hunde hinter mir her. Geil. Ja, und da kommen noch ganz viele Sachen, so wie Herr der Ringe und was weiß ich, was man sonst noch so zu zweit spielen kann. Mal schauen. So, jetzt wieder rein ins Geschehen. Hunde überlebt. Ja, die Kack. Bälle, Mobs, Hunde, was auch immer. Dieser Typ da oben, der beschießt uns die ganze Zeit, meine Soldaten und mich. Und deswegen muss ich den erstmal eliminieren. Ja. Was geht sogar? Das ist schön. Ja, cool. Ein Aufzug, immer gut. Dann kommen wir ja fast, ja, zum Ende fast. Das ist nämlich unglaublich anstrengend, dieses Nachkommentieren. Das glaubt keiner. Seien Sie gegrüßt, Mira. Jona, ich dachte, ich finde einen Dämon, der... Nämlich, man hat ja eigentlich die Emotionen beim Spielen. Und jetzt das Nachkommentieren ist einfach nur Moderator spielen, sozusagen. Die Grünhäute haben viel Druck gemacht. Sowohl hier unten, als auch an der Bastion. Bereit machen zum Rückzug zur Bastion. Das Chaos darf nicht direkt angegriffen werden, bevor ich Verstärkung nach hier unten geschafft habe. Ne? Ja, was habe ich gerade gesagt? Ach ja, da kommentieren ist emotionslos. Emotionslos. Ich könnte es natürlich versuchen, da so das zu faken und sowas, aber habe ich keine Lust drauf, ne? Das merkt man auch, glaube ich, oder? Captain Titus,
hier entlang. Oh, ja. Und wer wissen möchte, wie ich das nachkommentiere, falls es da draußen welche gibt, die das nur machen möchten, ich habe das Video aufgenommen. Natürlich unabsichtlicherweise keinen Ton dazu. Und jetzt gucke ich mir das auf dem Windows Media Player an, das Video. Also beziehungsweise die ganzen Videos, die von Fraps da gemacht wurden. 7 Stück sind es an der Zahl, glaube ich. Und die laufen jetzt so durch. Und immer wenn so ein Video zu Ende ist und ein neues anfängt, habe ich kurze Zeit mal einen schwarzen Bildschirm. Das ist super geil. Ich finde die Geschichten von Druckern immer sehr interessant. Also, das ist echt interessant. Das sind die besten Aufzeichnungen. Nämlich, was man gerade gehört hat, dieser Funken. Das ist unser Funken, den wir da am Gürtel tragen. Und da war er noch keine Marionette des Chaos. Ja? War er da erst danach irgendwann. Und das hoffe ich noch herauszufinden oder zu hören. Mal schauen. Ne? Jetzt kommt ein Speicherpunkt gleich. Und von da an muss ich dann auch wieder spielen. Ab dem nächsten Part. Das sieht er natürlich nicht, alles ist alles offscreen, aber dann muss ich halt zu der Stelle wieder weiterspielen. Ich habe nämlich aus Wut einfach mal oder aus Verzweiflung neu gestartet, um zu gucken, ob der dann wo der dann neu startet. Damit ich das hätte wieder neu aufnehmen können mit Ton gleichzeitig, aber das Glück war mir nicht hold. Hier kriege ich eine neue Kanone. Da lese ich, glaube ich, irgendwas vor. Ich glaube, irgendwas. Ja, lese einfach selber. Ich habe das Fenster ziemlich klein, deswegen kann ich es nicht lesen. Das ist auf jeden Fall der Plasmawerfer. Ich tausche den aus, weil er gut ist. Ja. Ich glaube, der hat 100 Schuss. Man könnte damit Dauerfeuer machen, wenn er nicht überhitzen würde. Aber das Teil ist, glaube ich, schon ganz mächtig. Leider das Sniper weglegen. Aber das brauche ich ja im Moment sowieso nicht so. Das brauchen wir nur in bestimmten wenigen Situationen. Da ist er. Ja. Damit hat man also auch Munition. Hätte ich nicht gedacht. Weil man der Knarre, ne? Aber sonst wärst du wahrscheinlich zu mächtig, wenn man unendlich Muni hätte. Immer mehr. Ja, jetzt kommen noch mehr Orks. Orks, hä? Vorwärts. Mal schauen, wie ich mich da so verhalte. Das sind auf jeden Fall Selbstschussanlagen der imperialen Armee. Na, aber die Orks haben keine Chance gegen uns. Wir haben jetzt wieder die Axt. Stimmt ja. Habe ich da schon gesagt, dass wir jetzt wieder die Axt haben? Oder ich? Ich fand die doch praktischer, weil man jetzt auch das Plasma-Gewehr oder wie das hieß, benutzen kann damit. Schon wieder so ein Kackhund. Vielleicht hat man den gesehen. Da oben sind die Bösen. Bösewichte. Ja, und an der Stelle töte ich schon mal ein paar. Fieslinge, ja. Holy shit. Der axt mich erstmal an. Finde ich echt unschön. Zack. Hat ein bisschen geleckt an der Stelle. Und den metzeln wir erstmal. Super. Ja, au. Granate. Ist nicht schön.
Ja. Cool, gerade wieder ein neues Video angefangen. Nein, jetzt ziehe ich mich erstmal zum Rückzugspunkt zurück, also in Deckung so ein bisschen, damit ich meinen Schild wieder aufladen kann. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, wenn ich nicht nachkommentieren muss. Tschüss. One step at a time, don't be living on the line.